Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Schalte ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft Montreal Productions. Gesundheit. Jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. 11 Monate später. Watch Dogs! Doppelt hält besser. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach. Bitte! Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht! Unsere erste Aufgabe. Also bevor du hier den abknallst, ne? Halt. Ja. Ob die das verstanden haben vor uns?
Was? Das Spiel nennt sich Watch Dogs. Ich habe die Kurve gesehen, wir haben so gebrüllt. Ich glaube, die hat das nicht verstanden. Nee. Jetzt darfst du. Ciao. Ah! Achso. Erinnerst du dich jetzt? Das ist Fehler. Hat die niedergeknüppelt. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Und damit heißen wir euch etwas verspätet ganz herzlich willkommen zu Watch Dogs. Watch Dogs, du kannst es auch nochmal sagen. Das ist Philipp. Grüße. Und das da, der gerade so komisch Watch Dogs gesagt hat, das ist doch Rigel. Ja, so. Unsere erste Aufgabe hier ist es, das Handy von Maurice zu hacken. Los, hacken! Mit der Spitzhacke. Ich kann nicht mehr weglaufen. Das geht nicht. Dieser Scheiße in Pierce. Ich hab seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Verlassen Sie den Umkleideraum, sobald Sie dazu bereit sind. Ja, guck dich erstmal um. Oh, ein bitte. Getränkeautomat. Den hacken wir mal. Oh. Los, schnapp dir eine Cola-Dose. Das ist gut. Ach nee, Energy-Drink. Ach, geht nicht. Schade. Aber das wäre cool, wenn es auch in Wirklichkeit so gehen würde. Ne? Nein. So, wir schauen uns mal hier noch. Los, hack die Waschmaschine. Ja. Wir wollen jetzt dreckige Wäsche. Geht nicht. Chicago. Wir sind hier, wie es aussieht, in einem Baseballstadion. Ja, deswegen hat er uns auch mit einem Baseballschläger angegriffen. Guck, oh, da leuchtet was. Öffnen. Dreieck. Money. Geld. 178. Da leuchtet noch eine Tüte. Dollar Sona. Oder sowas ähnliches. Chemische Komponenten. Aha. Oh. Hier haben wir Medizine. Guck, da ist noch was. Du kannst noch was hacken. Wir hacken mal. Herstellungskomponente für einmal Hacks. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber Systemschlüsse sind immer gut. Na, für das Gegenteil von zweimal Hacks. Achso. So. Und wir erreichen mal diesen Punkt. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shorty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es hier finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Mensch, Chicago Jordi, Police! Was für wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Drücken Sie X, um in Deckung zu gehen.
Nutze Kreis oder L, um die Deckung zu wechseln. Zu verlassen. Steht ist doch fast das gleiche. Das finde ich gut gemacht hier mit dem Deckungssystem. So. Da zwei Polizisten auf der Minimap und hier ist noch eine Leiche. Deswegen auch ein Weißrei. Schnell hier. Diesen. So husch husch. Anlocken. Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadium. Mal gucken. Mal kacken. Cool. Und Bewegung, 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 Bewegung. Wir haben es geschafft. Juhu. Reichen. Ja, reichen. Drücke oder halte die Kreistaste, um zu klettern. Ich lese mal. Ja, ja. Tippen Sie auf Viereck, um den Profile. Der Profiler zeigt die Daten. Die Datenflusslinien von Object. Object. Oh. Mit Hilfe von Kameras können Sie unzugängliche Orte erreichen. Mich, lass mich doch mal auslesen. Ja, ich will hier weitermachen. Oh, da blinkt's. So, wir verfolgen einfach mal diese Line hier. I believe I can fly. Nee, Line, nicht fly. Was so. Du sehen? Ey! Nein! Verstanden? Experte für Superhelden, ja? Bin ich auch. Barry Abraham. Okay, guck mal, da oben stehen noch zwei. Was machen die? Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. In Therapie wegen heiratete dreimal. Das sind sehr interessante Informationen. Ey, das ist schon 6 Jahre alt. Ey, Knacki. So, die hauen hier schön ab. Und wir gucken mal. Ah, da unten. Schwachstelle erkannt. Huch. Erreichen Sie die untere Etage. Ist die Tür geöffnet? Du kannst sein, genau. Genau. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Elektronische Teile. Nehmen Sie mit. Haben wir. So, nun. Erhalten Sie L1, um das Waffenrad zu öffnen. Das tun wir dann sofort. Ja, na, benutzen Sie. Ja. Drücken Sie Dreieck, um gewähltes Objekt herzustellen. Machen wir. Loslassen. Lassen Sie L1 Köder. R1, R1. Hast du einen Köder hergestellt? Und wir schießen mal. Zack. Achso, jetzt muss ich das auch noch hin. Okay. Schluck den Köder. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Ich hol das Ding. Sehr schlau. Und renne schnell vorbei hier. So. Das war doch der Experte für Superhelden, ne? Genau. Da dürfte eigentlich meine Tricks hier kennen. Oh. Ja, kommt hierher. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Nun, die filmen ja alle mit ihren Handys. Ey, los, sieh die ganz ruhig, okay? Gib ihnen nichts, was sie verwenden können. Ist vielleicht nicht so gut. Was sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Okay, das ist Teufel. Was? Ey, filmt ihr das auch alle? Ich will diesen Icker im Internet sehen. Gut. Wir gehen mal schnell weiter. Er will diesen Icker im Internet sehen. Bevor wir hier noch irgendwie mit reingezogen werden. Wow. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Muss ja bestimmt wieder Kamera hacken. Okay, wir hacken mal die Kamera. Hey, Sie Alan? Ja, bin ich. Gibt's
Nee. In Behandlung wegen gebrochenem Schlüsselbein. Man erfährt hier tolle Dinge. Also das haben die wirklich toll gemacht hier. Schon so von Jugendprogramm. Dass man hier so... Ey, warte mal, was denn? Zu spät. Einkommen. 46,50 Euro. 46.000. Psst. Oh, das ist der Mann, den wir hacken müssen. 82.000 Glocken hat er Einkommen. Hey, gib mir Barry. Das Stadion jetzt, ja. Es ist ein Notfall. Ah. Also, wie schlimm ist es da unten? Wir wissen. Oh, Serverraum. Da drüben, links. Left, left, da oben. Ah. Mein lefter, lefter Platz ist free. Halt hier eins, Waffenrad und Blackout. Dann geht's jetzt mal los. Nee, aus. Guck, alles auf. Boah. Ey, da ist Babyschraube. Geil. Das sieht echt krass aus. Während eines Blackouts verlieren. Das sollte vielleicht schnell machen. Hier. Ja, bitte. Stöpsel mal meine Kopfhörer aus. Ich höre mich doppelt, da kann ich nicht reden. Okay. Wir rennen mal. Ist gleich viel schöner. Ja. So. Wir haben es geschafft. Oh, guck mal, eine Bierflasche. Schnapp dir die Bierflasche. Wo bist du, John? Geht nicht. Was? Weg. Habt ihr Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es. Egal. Ich muss... Wie viele Leute. Und zu jedem gibt's hier so eine kleine Info. Wenn die Polizei sie sucht, verlassen sie den grauen Kreis auf der Minikarte, um sie abzuhängen. Du, da links der Minikarte ist der Auto. Oh. Siehst du? Oh ja, ich sehe es. Ist der Auto. Jumpen mal. Oh, wie er sie gemacht hat. Iron Fry. Oh, tolle Musik. Wir spielen Monster. Nein, bitte hör auf zu singen. Unser Auto. Da left. Und hier ist es. Oh, ein rotes Auto. Rotes Auto. Er könnte sich in einem Parkhaus verstecken. Was ist das für ein Auto? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Man könnte, du bist ja hier der... Man könnte vermuten, es ist ein Mitsubishi. Auto-Expert. Oh. Aber... Wie man fährt. Ja, das wissen wir. Woher weißt du das? Das brauchen wir nicht erklären. Fahren, das ist also... Da. Also, du hier, die haben sich gesichtet. Nee, noch nicht. Ja, fahr mal hier. Du hier, nee, hier. Und fahr keine Leute um. Also die Steuerung ist recht schwammig. Ups, ja. Schwammig. Fuck die Leute um. Zivilisten verletzt. Mensch, Rico, was machst du da? Keine Ahnung, ich fahr hier. So ist Gebüsch. So ist Auto fahren. Ja, oh, ich bin mal, dabei. Rick mal, Augenkrebs. Ja, ich weiß. Aber wenigstens kann ich dich zum Lachen bringen. Ja. Jawohl! Im Haus versenkt. Genau. So, wir müssen mal gucken. Wann sind wir denn jetzt hier von der... Ach, da ist dieser... Au! Au! Da ist dieser Kreis und wir knallen. Das schöne Auto. Ich würde... Mach mal das Auto kaputt. Ich würde interessieren, ob es sogar explodieren kann. Nein. Jawohl! Nein, wir machen jetzt nichts kaputt. So. Nein. Sondern wir hauen es mal ab. Fluchterfolgsreise. Oh. Schnell raus da! Nee, doch, nee. Das nicht war passiert. Nur ein Grill. Ups. Das war ein Boom. Ich hab ihn hart der hat nicht nachgegeben. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich ihm seinen Kopf. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Elektronisches Schild. Ich geb ihm ein paar Tage. Das kannst du hacken. Hack mal. Wow. Was ist dahin passiert? Hack mal das Schild. Hack mal das Schild. Hack mal das ja, Schild. Ja, ich bin gleich... Alter. Was? Jederzeit möglich. Drücken Sie das Touchpad, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie dann auf X, um eine GPS-Markierung zu setzen, um im Missions-
Ihr Missionsziel wird in der oberen linken Ecke der Karte angezeigt. Sie können per Schnellreise zu einem beliebigen Versteck reisen. Das ist aber langweilig. Falls man es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, wir haben es ja auch nicht gesagt, wir spielen auf der PlayStation 4. Ein frisches Gerät. Deswegen Touchpad. So, und ich soll das Schild mal... Ja, schild mal das Heck. Tja, das war jetzt nicht so... Wow. Geil. Das ist ja voll der Burner. Kannst du dich überhaupt noch bewegen oder sah das jetzt bloß so komisch aus, was komisch aussah? Klar, kann ich noch fahren. Also was bitte. So, jetzt kannst du nochmal das Ding kaputt machen. Ich mach mal kurz eine Markierung hier. So. Du musst andersrum. Aber mach mal das Ding kaputt vorne weg. Ich will das jetzt mal sehen. Das Auto? Ja, ich will sehen, ob es explodieren kann. Nein! Oh. Ich fahr schon niemand. Ja, ich hab uns gesehen. Litter gegen Auto gefahren. Du hast vergessen abzubiegen. So. Ach so! Okay. Weißt du, weil ich mich darauf konzentrieren muss, Autos kaputt zu machen? Ja. Boah, Alter, das qualmt ja heftig. Weil ich sieht so ein Boot aus. So ganz ohne Stoßstange. Da vorne sieht es ein bisschen gut aus. So. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Rein da. Au! Jetzt würde ich an deiner Stelle aussteigen. Dein Auto brennt nämlich. Hallo, nicht verstecken, brennt. Hallo, nicht verstecken, brennt. Explodiert das? Explodiert das? Alles explodiert? Schätze ich. Sieht schön aus. Ja, das sieht, doch, sieht schön aus. Ich glaube, ich werde ab heute Autozündler. Autozündler. Jawoll! Alter. So, was können wir da machen? Wir können... Wir können so. Etwas... Oh, das sah aber süß und knuffig aus. Wow. Ein ATM, ein Geldautomat. Könnte man auch dazu sagen. Nein. Hier immer Pulten in den Taschen. ATM. Musst du spinnen. Hier können wir uns hier Chips raushacken. Nee, können wir nicht. Schade. Wir sind hier im weltbekannten Owl Motel. 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 Das sehr einladend aussieht, ja, tatsächlich. So sieht es auch bei mir zu Hause aus, ne? Ja, tatsächlich. Und wir betreten unser Versteck. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Erreichen Sie Ihr Versteck. Erfüllt. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Ich gebe dir Zeit. Skillpunkte halten! Aber das sieht richtig cool aus hier mit dem Beamer. Ach so. Und dass das da auch den Schatten wirft, das ist gut gemacht. So, wir öffnen mal den Fähigkeitenbaum. Oh Gott. Tore und Garagen. Ah, wir können dann Tore und Garagen öffnen, aber ich kann hier du nicht. Du kannst bloß das auswählen, so vermutlich. Wähl mal. Es blinkt ja auch aus. Ja, es blinkt. Jetzt verfügbare Skillpunkte 5. 5! Was ist denn noch so wichtig? Poller. Um Poller anzuheben. Oh, das ist... Ja, das hat man im
Trailer mal gesehen. Ja, wollen wir das machen? Na, guck erstmal, was es noch so für schicke Sachen gibt. Wir gucken erstmal. Brücken. Ja, das hat man auch im Trailer gesehen. Ja, doch, keine Ahnung. Aber das hat man auf jeden Fall gesehen. Man hat viele Sachen schon im Trailer gesehen, eigentlich. Hochbahnsteuerung. Was haben wir hier? Zusatzakku. Ja, das können wir bestimmt gebrauchen. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Handy hacken. Hacken mit Handy. Warte mal, gehen wir auf das. Genau. Hacker Toolkit. Ah. Verschiedene Hacker. Also, das hat auf jeden Fall. Das ist schon am Anfang dabei. Also ja, das ist mir klar, aber das hat auf jeden Fall bestimmt was mit Handy zu tun, das mit den Akkusachen. Geldautomaten Hackboost. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht, schätze ich mal. Gibt's noch was mehr? Guck mal, da oben gibt's noch mehr. Fahren, ja, das und können Kampf. Wir aber ja noch nicht freischalten. Fahren und Kampf, wir. Meine ich, ganz oben. Ach so, da. Oh Gott, oh Gott. Oh, hergestellt, da gibt's noch mehr. Mei, ja. Kampf, Zeug, Fokus, ruhiger Arm. Was können wir hier? Köder, können wir schon machen. Jamcoms. Sehr populäre App. Gesundheit. Splittergranaten. Granate! Fahren. Auto öffnen. Schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffnet die Tür. Sehr also gut. Das ist auf jeden Fall nützlich. Einpacken, mitgenommen. Was gibt's da drüber? Da drüber gibt's defensiver Fahren. Reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Das wäre für mich ganz gut, aber das ja, aber wir haben jetzt nur noch drei nicht. Punkte. Guck mal, ob es noch was Interessantes gibt. Hacken. Nein? Nein? Was ist denn der ruhige Arm? Verringert den Rückstoß beim Schießen. Ach komm, das machen wir einfach. Das wäre wir sehr. Haben ja Punkte. Das wäre sehr. Wir haben ja Punkte. Wir machen einfach mal überall was. Machen wir hier mal Splittergranaten. Keine Ahnung. Ja, Splitter mal Granaten. Genau, Granaten sind immer gut, ne? Granate! Fahren haben wir schon. So. Was war den das? Rest haben wir schon. Ein Skillpunkt haben wir noch, aber den können wir ja uns mal sparen. Das ist der große Fähigkeitsbaum, den wir hier. Gibt viel. Gibt viel. Und hier haben wir noch jede Menge Statistiken. Buah. Uiuiui, hier. Lichtorgel. Bekanntheitsgradfähigkeiten. Ach, das sind dann die Fähigkeiten hier für Online-Hacking und sowas. Ja, mal sehen, ob wir da für Online-Hacking auch noch was hier mitkriegen. Akt 1, am Ende des des 8. Ach so, gut. War zu schnell für meine Augen. Des 8. Innings. So, wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Ups. Ruhen Sie sich in Ihren Verstecken aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit, Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Mission ist dies nicht verfügbar. So, wir schauen jetzt mal. Guck mal, da kannst du was hacken. Schicken Wohnung. Da, hacken. Bei mir selber in der Wohnung kann ich was hacken, das ist ja. Ein Systemschlüssel, Herstellung, einmal Dings. Okay. Was haben wir hier noch? Elektronische Teile. Ja, sehr schön. Oh, steht auch. Chemisches Komponentenzeug. Gucken wir mal ins Bad. Chemische Komponente. Oh. Noch mehr? Nee. Und noch mehr. Instabile chemische Komponente. Das ist bestimmt hier aus der Toilette. Ja. Instabile chemische Komponente. Er hat rein uriniert. Also ich muss mal noch mal kurz meine Nase ausschnoddern. Ist absolut gar kein Problem, Philipp. So, jetzt geht's wieder. Wir machen mal, was uns das Spiel sagt und gehen schlafen, doch. Die halbe Stunde ist schon um, das heißt, wir beenden vorher die Folge. Ja, das war die erste Gesundheit. Jawohl! Das war die erste Episode von Watch Dogs. Und ja, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und sagen Tschüss. Auf Wiedersehen.
Ja, wie findest denn du das Spiel jetzt? Sehr verschnupft. Ja, man merkt's bei dir. Nein, das Spiel ist gut. Das ist Grafik, so. Die Grafik haben wir noch gar nicht angesprochen. Die ist irre. Also, konsolentechnisch, also, klasse. Das ist halt PS4, ja. Ja, doch. Sollte ja auch so sein, wa? Ja, doch, ja. Was wir jetzt nochmal sagen müssten, wäre, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass in den letzten Tagen jetzt nicht so viel los war bei uns auf dem Channel. Das liegt an der schlechten Zeitmanagementplanung von uns. Das heißt, wir hatten einfach keine Zeit, um was Neues aufzunehmen. Das wird in der nächsten Woche mit Assassin's Creed auch erstmal nicht besser. In der nächsten Woche wird es leider ausfallen. Wir wissen noch nicht für wie lange, aber erstmal wird es das, weil wir mit den Aufnehmen nicht hinterherkommen. Aber Watch Dogs wird kommen. 100 Pro, das wird weiterlaufen. Und ich werde versuchen, mein Portal weiterzumachen. Portal! Und du? Was? Und du? Ich? Du? Ja, was bei mir kommt, verrate ich noch nicht. Gut. Das war ja dann geschummelt. Geschummelt. Okay. Wir möchten uns von euch für heute verabschieden und hoffen, ihr seid bei der nächsten Ausgabe von Watch Dogs wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Oder auch nicht. Oder gebt ein Abo. Oder auch nicht. Oder nehmt ein Abo. Oder auch nicht. Und halt share, liken. Teil, Face-Appen, Whatsbooken und was weiß ich nicht alles. Ihr kennt das ja alles. Was, Face-Appen und Whatsbooken? Genau. Und wir sagen Tschüss. Auf Wiedersehen.